Herr Landeshauptmann hat eingeleitet damit, dass wir nach wie vor, das bedarf großer Anstrengungen, eine etwa 50-prozentige Lehrlingsquote haben in Vorarlberg. Das ist, um eine zweite Zahl zu nennen, etwa 10% mehr als im österreichischen Durchschnitt. Der österreichische Durchschnitt liegt bei knapp unter 40%. Und das ist nur möglich, indem die Zahnräder dieses Uhrwerks in Vorarlberg so gut ineinandergreifen und kein Zweifel daran besteht, dass die qualifizierte Fachkräfteausbildung ein Anliegen auch für die nächste Zukunft sein wird. Wir investieren jährlich in etwa 16 Millionen Euro in diesen dualen Ausbildungsbereich nur vom Land. Und die Partnerschaft mit der Wirtschaft ist nach wie vor sehr intensiv, wird noch intensiver, vor allem deshalb, weil wir aus demografischen Gründen in den nächsten Jahren mit etwa aufgrund der sinkenden Geburtenquoten ab etwa Geburtsjahr 1998 mit circa 400 Jugendlichen pro Jahrgang einfach weniger rechnen können. Das ist bei einer 50-prozentigen dualen Quote pro Jahrgang sind das 200 junge Menschen, die für diese, nämlich die duale Lehrerausbildung, weniger zur Verfügung stehen. Umso mehr haben wir uns zum Ziel gesetzt, ein ehrgeiziges Ziel, keinen Jugendlichen zurückzulassen. Aus diesem Grund wird verstärkt jetzt bereits in der 7. Schulstufe. Ich halte das für sehr, sehr wichtig, rechtzeitig bevor Bildungslaufbahnentscheidungen fallen, und die fallen in der 8., 9. Schulstufe, rechtzeitig mit einer ganz gezielten Berufsorientierung und Laufbahnberatung möglichst zu schauen, dass wir alle Eignungen und Neigungen und Talente, aber auch vielleicht vorhandene Schwächen der Jugendlichen erfassen können. Und da gibt es ein ganz aktuelles, vertieftes Programm in engster Zusammenarbeit mit dem BIFO, das sich dieser Berufsorientierung, den Potenzialanalysen, dem Herausfiltern, wo haben die Jugendlichen ihre besonderen Fähigkeiten und Neigungen, das Hauptaugenmerk schenkt. Ein weiteres ehrgeiziges Ziel ist auch in dem Zusammenhang, keinen Abschluss ohne einen passenden Anschluss. Und das rechtzeitig vorbereitet, wie gesagt, bereits in der 7. Schulstufe, während die anderen Programme üblicherweise erst in der 8. und dann in der 9. Schulstufe ansetzen. Wir haben ja in dem Zusammenhang, darf ich das kurz erwähnen, gestern die Praxishandelsschule mit den Direktoren und der Wirtschaftskammer vorgestellt. Auch die Praxishandelsschule geht genau in dieselbe Richtung, möglichst noch gezielter herauszufiltern, und zwar rechtzeitig und wenn es geht lückenlos, wo haben die Jugendlichen ihre Potenziale und in einer optimalen Laufbahnberatung sie eben in den richtigen Weg hineinzubringen. Nur noch ganz kurz erwähnen möchte ich, dass eigentlich vom Lehrling bis zum Meister, vom Lehrling bis zum Manager in Vorarlberg bei entsprechender Anstrengung alle Wege offen sind. Wir waren auch damals Pionier bei der Einführung der Berufsreifeprüfung. Das vergisst man so rasch. Mittlerweile ist die auf ganz Österreich ausgeweitet und hat eine steigende Bedeutung. Und was besonders noch wichtig ist, dass wir im Gegensatz zu anderen bei den Erstlehrlingen im ersten Lehrjahr heuer Gott sei Dank sogar eine Steigerung von 5,5% verbuchen können. Und alle Anstrengungen sind zu unternehmen, dass dieses hohe Niveau, das um die Zahl 7.400 sich etwa eingependelt hat, zu halten. Und dazu kämen dann noch etwa 900 Lehrlinge, die außerhalb des Bundeslandes ihre duale Ausbildung absolvieren. Das ist aus pädagogischer Sicht jetzt einmal das Wichtigste, dass derzeit 114 Lehrlinge sich auf dem Weg zur Berufsreifeprüfung machen, ist auch eine recht erfreuliche Zwischenbilanz.